Ja, hallo an euch da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Partie GeoGuessr. Und wir spielen heute wohl das härteste Format. Diverse World. No Move, No Pen, No Zoom und 10 Sekunden pro Runde nur Zeit. Und ja, ich habe es jetzt einmal so 5 Runden gespielt. Ich bin knapp an die 20.000 in einer Runde gekommen. Also es waren gute Guesses dabei, aber so ein, zwei Runden, die so völlig daneben liegen. Und ich hoffe, dass ich jetzt, also ich hoffe einfach, dass wir jetzt die 20.000 hier in ja, eine von den 5 Runden knacken. Das wäre jetzt so mein nächstes Etappenziel. Ja, und ja, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Also läuft. Ich habe gemerkt, es ist also echt stressig. Ich versuche es einfach mal. Los geht's. Ah, Gen 2 haben wir. Ist das einfach Italien? Nein, es war Griechenland. Okay. Ja, also nicht ganz, ganz, ganz furchtbarer Guess. Mein Gen 2 hat man oft in Italien, natürlich auch in Griechenland, hier ganz im Norden, okay. Ja, also ich hatte da keine besonderen Vibes, dass ich noch genauer das hätte sagen können. Gut, versuchen wir es mal. Zweite Runde. Ist das eine doppelte weiße Linie? Kann ich überhaupt nicht sagen. Wo soll das sein? Sehr hohe Bäume sind wir hier in Australien vielleicht. Ja, wir waren in Tasmanien, nicht im Norden von Australien, aber im Süden. Ja, kein guter Score. Schlechter sogar als die Runde eben mit Italien, Griechenland, einfach weil die Entfernung hier noch größer ist. Okay, aber ich bin froh, dass ich überhaupt den Kontinent richtig habe. Dann Kantüstik steht auch bei 1. Dritte Runde. Doppelte gelbe Linie. Das müsste Brasilien sein. Einfach von der Landschaft her, aber ich. Na, es ist hier. Ja, an der Küste, okay. Ja, Brasilien ist ein großes Land, ist man weit daneben. 2697 Punkte, nicht wahnsinnig schlecht, aber über 1000 Kilometer entfernt. Also, ja, ein richtig guter Score wird das hier nicht. 20.000 können wir schon gar nicht mehr knacken. Oh, ich habe jetzt so lange geredet. Ist das. Oh, was soll das sein? Ist das Mexiko einfach? Oh, ich wollte noch auf Mexiko klicken. Da habe ich zu viel geredet. Muss aufpassen. Mich rechtzeitig konzentriere. Also ich, Mexiko, ich habe es noch reingerufen, aber nicht geklickt, das zählt halt nicht. Okay. Boah, ich habe keine Ahnung. Ist das Kolumbien? Ach, Spanien. Ja, das ist doch wieder Mexiko. Ich wollte es auch noch mit ins Spiel bringen. Kann man danach immer behaupten, ne? Also das war überhaupt kein guter Score. Zum Reinkommen. Also. Ja, so richtig brutal schlecht war jetzt keine Runde. Also zumal ich hier bei der einen Runde ja noch Mexiko noch erkannt habe. Aber ja gut, also das war zum Warmwerden. Das nix zum Angeben hier. Dann legen wir mal weiter. Eine Antenne, so eine schwache Linie. Griechenland. Ist das Griechenland? Schwach zwei gelbe Linien. Ja, es ist Griechenland. 200 Kilometer entfernt, nicht so weit weg. Wir waren hier aber auf einer Insel. Wer ist die? Heißt die wirklich Paxos, die Insel? Bin mir nicht sicher. Bei Korfu jedenfalls. Okay. Gut. Oh. Wir haben da sowas. Ist das? Oh, das sind irgendwo in Osteuropa. Polen vielleicht. Südpolen. Nee, doch, Tschechien. Ich wollte jetzt auf Tschechien gehen. Okay, nicht weit weg. Kein Country Streak, aber nochmal 4.445 Punkte. Weiter konzentrieren. Südafrika, alles klar. Also typische Schilder Gen 2, BK, ich weiß nicht, was das heißen soll. Das finden wir ja auch niemals so schnell. Okay, bin einfach ins Zentrum gegangen, hier nahe der Städte. War gute Sache. Wieder 4.559 Punkte. Noch zwei Runden. Südspanien, Italien. Nee, Italien kann es nicht sein, aufgrund der Kennzeichen. Nein, es war schon irgendwie südlich, aber es ist Bulgarien. Oh, das habe ich jetzt eben nicht erkannt, dass es wirklich Bulgarien ist. Ja, schade. Nicht so ein guter Score, aber eine Runde noch. Und das ist. Ist das wieder. Oh, ich bin jetzt unsicher, war das Botswana? Diesen Zeichen. Da sind wir hier ganz. Ich hoffe, das stimmt. Ja, wir sind in Botswana.
Ich glaube, es waren diese schwarz-gelben Begrenzungsstreifen und wir haben, oh, nicht ganz 20.000, schade. Ja, es war die eine Spanien-Runde halt, die hat es versaut, dass ich da Bulgarien nicht erkannt habe. Also, boah, eine schlechte Runde. Alle anderen waren ja doch, also ziemlich gut für meine Verhältnisse, also mir. Das habe ich nicht mit gerechnet. Auch hier dieser Polen-Tschechien-Guess war jetzt wirklich nicht schlecht. Gut, versuchen wir es nochmal. Ich glaube, 2 Runden hatten wir schon. Oh nein, 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 nein. Ist das Australien? Ich habe jetzt nicht geschaut, wo die Sonne ist. Nein, das war Senegal. Oh weia. Nicht gut. Das ist Peru. Schwarzes Auto. Und auch diese schwarz-weißen Schilder. Ah, ich hätte vielleicht näher zur Hauptstadt gehen sollen. Ja. Ja, Peru ist echt schwer. Da genauer zu gehen. Ich hätte nach Lima gehen sollen. Ja, dann wäre noch richtig gute Punktzahl gewesen. Okay, das ist einfach. Das ist Kenia. Passende Auto dazu. Haben wir noch was? Equity Bank. Ja, ich gehe auch Richtung Nairobi. Ja, nahe der Hauptstadt. Ist immer ein guter Guess. Ziemlich oft zumindest. Gut, und? Eieiei. Was mag das sein? Das sieht mir eher aus wie Amerika statt Europa. Aber es ist Australien. Ja, okay. Also die Runde war eh schon versaut. 15.000 Kilometer entfernt, 2 Punkte. Und jetzt 2 gelbe Streifen. Jetzt könnten wir aber in den USA sein. Aber auch schwer zu sagen, wo genau. Okay, in Michigan waren wir. Ja, keine 10.000 Punkte. Also, ich lasse es trotzdem drin, vorletzte Runde. Ich versuche nochmal alles. Das ist Australien. Da war ein typischer Bollard für Australien. Aber wo? Boah, ist das vielleicht Western-Australien? Nein, gut, dass ich das nicht mehr geklickt habe. Aber ja, ich bin kein großer Australien-Kenner. Das ist einfach zu schlecht. 1.354 Kilometer entfernt. Okay, das sind polnische Bollards. Von der Landschaft her hätte ich eher gesagt Nordpolen, hier so Richtung Litauen. Aber wir waren ganz im Süden, in der Nähe von Tschechien. Okay. Ja, also war gefühlt näher dran als weiter weg als in Australien, wo ich ja zumindest im Süden von Australien so halbwegs war. Aber hier gibt es viel mehr Punkte. Okay. Das ist Island. Gelbe Bollards. Okay, wir gehen auch in die nahe der Hauptstadt, wobei das echt anders aussieht. Ja, aber nicht so weit weg. 4.931 Punkte. Ja, also ist immer gut, wenn man ein kleines Land hat und das auch erkennt. Okay. Oh je, wo sind wir denn hier? Ist das. Ah, das hatte keiner. Ah, Litauen hätte ich eigentlich gesagt, aber ich habe hier keinen blauen Streifen gesehen. Schweden, oh weia. Nein, habe ich nicht erkannt. Ah, oh, ja, es sah so nordisch aus. Ich hatte aber auch wegen der weißen Nummernschilder Bedenken, ob es vielleicht irgendwo in Russland sein könnte. Aber so sah das auch überhaupt nicht aus. Und dann, ja, war es vielleicht so eine Mischung. Ich versuch's mal so in die Mitte von Schweden und Russland, also von nordischen Ländern. Man sah es teilweise ja auch aus. Okay, und 5. Runde. Loch and Road. Wir sind in den UK. Oder? Ich hoffe nicht in Irland. Okay, wir waren in Schottland. Ganz oben hier. Also denke ich zumindest, dass es schon zu Schottland gehört. Als großer Kenner. Also hier kommt mein peinliches Geografiewissen, alles, was ich nicht weiß. Ja, also es ist halt diesmal Polen, Tschechien. Polen war ja richtig, aber sehr weit weg. Island hatte ich Glück. Schweden, Litauen, ja, das war natürlich katastrophal. Dann, naja, keine so leichte Australien-Runde. Für mich jedenfalls nicht so leicht. Okay, eine Runde noch. Keine 20.000 bisher geknackt. Versuchen wir es nochmal. Schwarzes Auto, doppelte Linie. Boah. Ist das Argentinien so sehr trocken? Aber ja, sind wir hier in der Nähe? Ja. Wollte hier noch näher nach Chile hingehen. Okay, 355 Kilometer nehme ich mit. 2. Runde. Das sieht mir aus wie Thailand. Auf alle Fälle Südostasien, würde ich sagen.
Und da ist halt die gelbe Mittellinie, die mich nach Thailand hält. Und ja, so viel zu auf alle Fälle Südostasien. Toll. Ja, Mexiko hat natürlich auch eine gelbe Mittellinie, aber es sah mir irgendwie gar nicht so aus. Der Breitengrad stimmt ziemlich gut, aber ja, der Längengrad nun überhaupt nicht. Das ist Botswana. Sehr trocken. Ziemlich guter Score, 97 Kilometer. Und hier, oh, weiße Linien. Oh, so richtig grün. Wir sind irgendwo in Europa, würde ich sagen. Oh, Kroatien vielleicht. Boah, tiefes Russland. Ja, also ihr merkt, das ist nicht mein Format. Da gibt es wirklich andere, die da viel besser drin sind. So, und das sind meiner Ansicht nach brasilianische Poles. Könnten wir hier bei Rio sein und São Paulo? Nein, ganz im Norden. Super weit weg für Brasilien. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ich, ja, spiele jetzt einfach noch ein bisschen weiter und zeige euch vielleicht, wenn ich jetzt mal die 20.000 knacke, dann die passende Runde. Aber die anderen, ja, die verschweige ich euch dann besser. Also, bis gleich. Keine Ahnung. Wow, Schottland stimmt. Okay. Oh, war ja. Okay. Ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es hatte irgendwie alles nicht so gepasst. Ich wollte erst nach Irland gehen und ja, ich kann nicht genau beschreiben, wie, warum ich am Ende nach Schottland gegangen bin. Es sah sehr nordisch aus und irgendwie auch britisch und dann war es für mich, ja, Schottland. Kann es nicht genau beschreiben. Okay. Kroatien. Ja, weißes Nummernschild und viele Berge. Und Europa sah es aus, südeuropäisch. Es passte alles irgendwie so zu Kroatien. Okay, guter Score. Und auch nicht hier so die untere Region. Also war ich gut. Gut, so, also. Dritte Runde. Südafrika, Botswana. Botswana, Botswana. Nein, es war Südafrika, aber trotzdem nicht so schlecht, nicht so weit weg. Okay. Ja, wir sind auf einem guten Score. Malaysia, was ist das hier? Ne, das ist Sri Lanka. Sri Lanka, nicht Singapur natürlich nicht, sondern Sri Lanka. Ja, die haben auch diese schwarz-weißen Stangen. Natürlich ein schönes kleines Land. Das ist fette Punkte. Okay, und noch eins. Einmal noch. Bitte. Nochmal Sri Lanka. Das ist schon wieder das Sri Lanka-Auto. Machen wir es nochmal bei Colombo. Okay, noch eine Sekunde sparen. Diesmal sind wir sogar näher dran. Und 22.972. Wow. Also, das hat jetzt noch ein paar Runden gedauert. Also, viele waren es nicht, die ich jetzt angefangen habe. Also, wir hatten diesen Schottland-Guess. Wow, den muss ich mir nochmal anschauen. Wieso bin ich hier auf Schottland gegangen? Was habe ich gesehen? Ich glaube, das. Ja, also erstmal dieses Haus hier. Das sah sehr britisch irgendwie aus. Linksverkehr habe ich hier noch gesehen. Genau, diese Steine waren es vielleicht. Und dann diese Landschaft, die eher so nordisch aussah. Wo ich jetzt vielleicht. Ja, kann ich schwer beschreiben. Passt doch vieles irgendwie nicht. Konnte es erst nicht zuordnen. Also da war ich sehr glücklich. So, die zweite Runde war die Kroatien-Runde. So, da hatte ich ja das Nummernschild gesehen. War das dieser Blick hier? Nein. Der Blick hier. Genau. Also hier, das hatte keinen blauen Streifen und passten so ein bisschen die Häuser. Aber das war auch ein bisschen Hoffen. Aber dieses Nummernschild war eigentlich der ausschlaggebende Grund. Ja, also ich hatte dann immer so weiße Häuser und so rote Dächer vor allen Dingen. Also vorne passt nicht, aber die meisten sind rote Dächer. Hier hätten wir einen Bollard gehabt. Das wäre noch deutlicher geworden. Und auch hier die gelben Schilder. Okay. Noch mehr weiße Nummernschilder, also auf der Richtung wäre es noch einfacher gewesen. Okay, das hätte nicht gut getan, wenn ich nur das gesehen hätte.
Okay, zweite Runde. So, dann gab es die dritte Runde. Ja, das war der Botswana, wo ich dachte, es sei Botswana. Ja, es war so typisch. Typisch trocken. Ja, es sind vielleicht noch mehr Bäume hier, aber auch in diese Richtung. Hätte vieles für Botswana gesprochen. Ja, das Nummernschild nicht, ne? Die haben gelbe Nummernschilder, aber so schnell denkt man auch nicht an alles. Gut. So, und dann gab es noch die zwei Sri Lanka-Runden. Beides Mal, beim ersten Mal, was war ich da noch unterwegs? Ach ja, ich habe hier dieses Schild gesehen, typisch Malaysia. Ich habe auch gedacht, es war auch noch im zweiten Land. Und dann sehe ich das Auto. Roter Streifen, weiß und eigentlich noch blau hier links, wenn man ganz genau hinguckt. Und dann fiel es mir wieder ein, dass auch Sri Lanka das hat. Ja. Den. Ja, das ist so typisch hier, dieses Zeichen. Okay, das hätte mir nichts gesagt hier. Interessant. Ja, und die letzte Runde war das gleiche Auto nochmal. Brauchen wir uns nicht nochmal anschauen. Ja, und dementsprechend, wow, 22.972. Knapp an der 23.000-Marke geknabbert. Ich muss sagen, also die zwei Sri Lanka-Runden, das war natürlich ein Geschenk am Ende. Und dass ich hier mit Botswana noch Glück hatte, dass es nah dran war. Ja, dieser Schottland-Guest im Nachhinein, mein, war die erste Runde, hätte fast alles versauen können. Und die Kroatien-Guest, das war vielleicht das etwas Schwierigere. Also für mich, kann nur für mich sprechen, für andere richtig, richtig gute Spieler war es das vielleicht nicht. Ja, super Score. Bin sehr glücklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.